Hallo und herzlich willkommen bei CarRanger. Hallo und herzlich willkommen aus Paris von der Motorshow. Wir wollen euch ja alles zeigen, was bewegt. Das heißt, wir müssen am Puls der Zeit bleiben und deswegen haben wir uns hier in Paris mal umgeschaut. Was gibt es denn so Neues und was solltet ihr gesehen haben? Und heute zeigen wir euch den hier, den Way Coffee 01. Die Perle aus Paris, wie ich sie jetzt nenne. Und ich würde sagen, bevor ich euch von dieser Perle ganz viel zeige, gebt euch Tim erstmal ein paar Impressionen aus Paris und vom Coffee 01. Coffee 01 und vor allem auch Way als Hersteller. Das sollte jetzt für viele von euch eine wahrscheinlich völlig unbekannte Sache sein. Und genau das wollen wir ändern, denn wir haben uns immer umgeschaut und haben festgestellt, Moment, hier sind ein paar Dinge anders, als wir sie erwartet haben beim durchschnittlichen Plug-in-Hybrid-SUV. Einem Auto, was es bei mir persönlich immer schwierig hat. Grund genug, dass wir mal schauen, was der so zu bieten hat. Und ich sehe im Innenraum schon richtig. Violett mit Weiß kombiniert. Das heißt, ein sehr mutiges Auto, was so ein bisschen auch aus der Masse rausstechen wird. Und deswegen gehen wir heute mal durch. Also erst ein paar grundlegende Infos über das Auto, schauen uns dann das Design an, sprechen nochmal über die Technik, vor allem über den Innenraum. Und dann ist die ganz wichtige Frage an euch. Ab nächsten Monat kann man diese Autos dann auch mal fahren. Ob wir dann das Fahren für euch zeigen wollen. Und ich bin sehr überzeugt davon. Ja, warum? Weil so eine Autovorstellung, das geht ja immer in mehreren Schritten ab. Das erste ist, man sagt, hey, wir sind Way, wir bauen ein Auto. Dann sagen die meisten Leute erstmal, wir haben nie von euch gehört. Ich glaube euch nicht, dass das funktioniert. Der zweite Schritt ist dann zu sagen, hier ist das fertige Auto, guck's dir an. Und das ist das, was wir heute machen und gehen mal so ein bisschen auf Herz und Nieren, was das Auto taugt. Der dritte Schritt ist dann natürlich auch, fährt das so wie angekündigt. Und wer jetzt sagt, ich kenne das Logo nicht, Way Poitiers, okay, das ist ein Ort. Und Way gehört zu Great Wall Motors, mit Ora zum Beispiel. Und Great Wall Motors wiederum ist der Marktführer in China für Premium-SUVs. Und wenn man dann bedenkt, wie stolz zum Beispiel deutsche Hersteller sind, wie viele Autos sie dort verkaufen und dass der Marktführer ist. Ja, Moment, ich glaube, dann können die Autos bauen. Wir reden noch nicht von irgendeiner kleinen Bude, wo mal eben Autos zusammengezimmert werden, sondern von einem großen internationalen Hersteller mit 60.000 Mitarbeitern. Und auch einem Sitz in Deutschland. Also von daher wird das eine sehr, sehr interessante Geschichte. Tim, was ist dein erster Eindruck von diesem Auto hier? Also ich finde es sehr stimmig. Ich entdecke viele Design-Anekdoten von anderen Herstellern und das gefällt mir, dass man so viel miteinander verknüpft hat. Also ich muss sagen, es ist in Summe ein eigenständiges Design, was aber auch nicht so rausstechen will. Ich muss sagen, er ist sehr gefällig. Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, sowas habe ich noch nie gesehen, sondern mehr sowas, wo ich sagen muss, das ist angenehm. Und das Schöne ist halt auch, man hat nicht den Anspruch zu sagen, das ist jetzt ein Auto, was sich nur 5 Leute leisten und kaufen können, sondern es soll ein Auto für die Masse sein. Und ganz spannend finde ich dann, was hier steht, das sagt mir nämlich, ich werde eine Pause brauchen, bevor das Auto eine Pause braucht. Und Plug-in-Hybrid-Autos haben ja eigentlich die Challenge, dass sie das Schlechte von beiden Welten mitbringen oder die Herausforderung von beiden Welten, nämlich ich brauche die komplette Verbrennertechnik, ich brauche aber auch die komplette Technik von einem E-Antrieb, obwohl ich da nur 30, 40, 50 Kilometer fahre. Das macht eigentlich wenig Sinn und deswegen hat man sich bei Way überlegt, wir machen das anders. Wir bauen beides ein, aber nutzen auch beides richtig. Das heißt, die elektrische Reichweite sind mal eben 146 Kilometer. Und 146 Kilometer ist für viele sehr, sehr oft zur Kita fahren oder auch sehr, sehr oft zur Arbeit fahren. Das heißt, ich brauche den Verbrenner gar nicht, außer ich mache dann doch meinen langen Wochenendstrip. Und dann brauche ich ihn. Tim, du guckst so skeptisch in die Richtung. Ja, weil hinter dir 145 Kilometer steht. Und ich habe 146 gesagt. Ja, aber da steht 145 plus. Ich habe den einen Kilometer reingerechnet. Ich nehme es halt sehr genau. 146 würde einfach nicht so schön aussehen da hinten. Und schade, dass ihr es vorher schon gelesen habt, bevor ich es euch gesagt habe. Aber wie gesagt, der Grundgedanke ist, ein Auto für die Masse, was ihr mobil macht und halt auch so ein paar Dinge mitzubringen, die man standardmäßig nicht hat. Jetzt habt ihr dieses tolle Blau gesehen. Wir haben gesehen, es steht auf 21 Zoll. Mal gucken, ob das bei anderen Autos auch so ist. Ich würde sagen, wir springen mal zur nächsten Farbe und gucken hier so ein bisschen durch. Ich hoffe, ihr kriegt auch immer so ein bisschen
Musikvibe mit und können die Atmosphäre von Paris mitnehmen. Wir sind extra früh da, damit wir nicht ganz so vielen Leuten auf den Keks gehen. Dann sehen wir, okay, die Felgen scheinen also Standard zu sein. Auch da wird das Thema, man will ja was für die Masse haben. Also will man keine Ausstattungsliste, die 30 Kilometer lang ist, sondern sagen, hey, du bestellst das Auto und bekommst immer eine gehobene Ausstattung. Denn es ist Smart Premium, also für die Leute, die ein bisschen drüber nachdenken. Und das wäre auch so ein bisschen die wichtige Schätzfrage schon aus meiner Sicht. Wir haben ja also ein Auto, das ist 4,87 Meter lang, vor allem aber auch jetzt, Achtung, ziemlich genau 2 Meter breit, nämlich 1,96 Meter und auch knappe 1,70 hoch mit 1,96 Meter, also ein Riesenteil von einem SUV. Und wenn ich hier so reinschaue, sehe ich, okay, wir haben also ein Head-Up-Display mit Augmented Reality. Es gibt beheizte Sitze, belüftete Sitze, ein Panoramadach, es gibt auch noch Laserlicht und solche Dinge. Und wenn ich das alles zusammenrechne, Tim, was würdest du dann, was würde so ein Auto kosten bei deiner bisherigen Erwartungshaltung? 100.000 Euro. Wäre eigentlich realistisch. Und wenn ihr jetzt im Konfigurator vom Hersteller eure Wahl mal durchgeht, dann wird das wahrscheinlich auch so ausgehen. Und hier, ich habe mal versucht, alle Optionen, alles, was es bei diesem Auto gibt, irgendwie anzuhaken. Es ist so teuer wie möglich zu kriegen. Du kommst nicht über 64,4. Und das ist dann halt ein echt krasser Preis, vor allem, wenn man vielleicht die Leistungsdaten mit dazu hat. Ja, und das ist auch, also das wirkt jetzt so ein bisschen wie, ich zeige euch ein völlig unbekanntes Auto, aber aus meiner Sicht geht es ja bei CarRange auch darum, die unbekannten Autos mal so ein bisschen vorzuheben und zu sagen, es gibt was links und rechts vom Tellerrand. Und ich weiß, mit diesen Daten kann ich euch nicht abholen, aber jetzt sehe ich, oh, der Innenraum ist blau und hellgrau. Oh ja, da wird's gut. Auch solche Dinge, die für den CW-Wert gut sind, kennt man, wobei man ehrlich sein muss. Wenn man so ein riesen Auto hat, wird der CW-Wert jetzt nicht unendlich gut werden. Aber es ist halt einfach clean und simpel gehalten, ohne jetzt diese riesigen Design-Überraschungselemente, muss ich sagen. Und ganz charmant finde ich es dann, wenn wir einmal ganz nach hinten gehen. Ja, Tim, du schaffst das bis ganz nach hinten. Dann sehen wir, wir haben jetzt keine irgendwie künstlich supersportliche Abgasanlage oder einen supersportlichen Diffusor oder sowas gezogen. Da gibt es halt einfach nicht die Elemente, wo man irgendwo aneckt. Und also ich finde das gut, weil das Auto soll ein Alltagsauto für die meisten Menschen sein, das einfach nur sie clever, in Ruhe, sicher von A nach B bringt und sich einfach keine Gedanken machen müssen, ist ja halt ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Jetzt ist natürlich das Thema, ich weiß gerade gar nicht, ob das Auto auf ist und der Kofferraum auf ist. Nein, ist es nicht. Aber dann gehen wir einfach noch ein Auto weiter, weil zum Glück haben wir ganz, ganz viele hier. Und dann können wir direkt mal hier einen Blick reinwerfen. So, hier hat natürlich schon mal jemand clevererweise die Matte für uns auseinandergenommen. Ah. So, also wer dachte, die Kofferraumklappe geht hier nur so weit auf, der ist erlöst. Also ich weiß nicht, Tim, ist über meinen Haaren noch ein Tick Platz? Ja. Also könntest du wahrscheinlich auch hier stehen? Ziemlich, genau, ja. Also ist Öffnungshöhe okay. Was wir hier halt sehen, das geht normalerweise nicht so nach oben. Wir blenden euch jetzt ein, wie es richtigerweise aussieht. Hier habe ich eine ebene Fläche. Ich kann halt runter das Ganze nicht nutzen. Warum? Naja, wir haben eben gesagt, ich komme 146 Kilometer weit oder 145 plus für einen Tim mit einer Akkuladung. Das heißt, wenn man bei den meisten Plug-in-Hybriden sich mal umschaut, habe ich so 10 Kilowattstunden mal 15, 16, sowas. Das Ding hat 40. 40. Das ist so viel wie kleine E-Autos an sich haben. Und von daher muss das ja irgendwo hinpassen. Und das hier, wie gesagt, ist nicht repräsentiert. Also Kofferraum würde ich es als normal bezeichnen. Deutlich interessanter ist, aber wenn ich hier links und rechts mal schaue, sehe ich, dass die Neigung von der Rückbank auch noch ein bisschen mehr in so eine liegende Position kommen könnte. Dass ich auch hier so eine Art Türgriff habe. Oh. Ah, und. Also viel einfacher geht es nicht und dann seht ihr, auf welcher Höhe man da an sich ist. Also ich muss sagen, für mich ist das keine große Einschränkung, weil ich habe halt hier diese eine Ebene, habe auch hier so ein Metallelement, was ganz luxuriös wirkt und dann passt das rein. Weil ich weiß nicht, dieses Fach unter dem Kofferraum, Tim, wie oft benutzt du sowas? Sehr selten, ich weiß gar nicht, was da bei meinem Auto drin ist. Und von daher muss ich sagen, ist diesen Platz hier drunter für Technik zu nutzen, eigentlich gar keine Platzverschwendung, weil die meisten Menschen das einfach nicht nutzen. Und ich finde es halt interessant, Autos zu bauen und zu sagen, hey, was interessiert die Leute denn? Das Ganze auch viel mit Umfragen, viel mit Beteiligung zu machen. Und wer jetzt sagt, na ja, aber diese Chinesen, die haben das doch bestimmt alles nur kopiert. Ich glaube, das sind genau die Klischees, die wir vor
20 Jahren oder vor 10 Jahren von koreanischen Autos hatten und vor 20, 30 Jahren von japanischen Autos. Und man sollte da vielleicht ein bisschen offener rangehen, weil wenn man jetzt nicht auf den Zug mit aufspringt und das Ganze ernst nimmt, dann wird man in ein paar Jahren sehr, sehr, sehr überrascht sein. So, und naja gut, das wie gesagt können wir nicht klären. Das finde ich einen Tick zu niedrig, muss ich sagen. Also ich hätte so ein Stückchen höher erwartet, aber dadurch schließt es halt hier hinten sauber ab. Das macht Sinn. Tim, Anekdoten und Gedanken von dir von außen, die du gesehen hast. Rückleuchte. Warte. Die Rückleuchten. Was ist damit? Also ich finde die Rückleuchten, dieses Dreigeteilte eigentlich ganz schön. Also diese drei Elemente, die drei Elemente. Ja. Und dann noch das eine Licht in der Mitte. Ah ja, ganz wichtiges Element hier oben, die dritte Bremsleuchte. Auch interessant, dass man nicht so auf einer Ebene diesen Dachkantenspoiler gemacht hat, sondern das in der Mitte so hochgezogen. Finde ich ist natürlich ein ganz cooles Element. Bringt natürlich auch noch mal so ein bisschen Sportlichkeit. Was wir dann spätestens bei einem Fahrcheck natürlich irgendwo mal ausprobieren müssen, ist hier hinten die Höhe von der Scheibe. Ob das nicht schon zu gedrungen ist. Aber ich würde sagen, das gucken wir uns auch gleich mal so eine Sekunde von innen an. Ganz spannend finde ich übrigens diese mattierten Buchstaben. Und wer sich überlegt, ist Coffee 01, was kommt denn dann danach? Das, was danach kommt, steht eigentlich schon direkt hinter uns. Da können wir vielleicht noch eine Sekunde einfach hinschauen. Das ist dann ein... Achtung, wollt ihr es erraten? Richtig, Coffee 02, der dann ein bisschen günstiger und ein bisschen kleiner ist. Und ich würde sagen, wir springen jetzt direkt mal auf die Rückbank von genau diesem Coffee 01, den wir eben gesehen haben. Denn wenn ich sage, naja, es soll ja so ein bisschen für die Massen erreichbar sein, dann klingt das für mich immer nach Trist. Und das hier ist das exakte Gegenteil von Trist. Das heißt, ich weiß nicht, wann ich zuletzt ein Auto gesehen habe, das innen violett mit hellgrau, fast weiß kombiniert hat. Und dann auch noch diese Alcantara-Leder-Kombination. Die einzigen Autos, wo ich sowas schon gesehen habe, waren eigentlich von Bentley und Rolls-Royce, weil Einzelbesteller so mutig waren. Aber das einfach als Serienauswahl mit anzubieten, finde ich eine coole Sache. Standard ist natürlich schwarz. So, jetzt ist dann die Frage, gehe ich in irgendeinem Individualprogramm und bezahle 8.000 Euro Aufpreis? Ah, Tim, ich habe es dir leider gestern verraten, gell? Dann. Ihr könnt gedanklich noch eine Sekunde schätzen. Was kostet das Aufpreis? Richtig, 300 Euro. Ja, also ich bin mir sicher, der ein oder andere Deutsche wird sich bewusst dagegen entscheiden, weil es ihn zu sehr, ich sag mal, an den Milka-Farbton erinnert. Aber ich finde es einfach mutig und toll, dass es sowas gibt. Und dann auch hier Infinity Sound System. Das ist alles schon wirklich sehr hochwertig, großer Türgriff. Das hier oben, wer denkt, das ist Leder, das ist keins, das ist so ein bisschen geprägt. Und auch da ganz charmant, gestern ist ja das Video von meinem Jaguar online gekommen. Auch bei einem älteren Jaguar denkt man ja, dass das hier oben Leder ist. Aber das ist vom Material sehe ich, dass das hier sogar noch ein bisschen weicher. Selbst hier das Sonnenrollo ist in so violett eingefasst, an sich ganz cool. Und dann setze ich mich mal rein. Jetzt könnte man vorne erwarten, dass jemand sehr kleines gesessen hat, aber ich habe es schon ausprobiert. Das ist wahrscheinlich meine Sitzposition oder sogar noch ein Stückchen weiter hinten. Man hat in diesem Ding unendlich viel Platz. Also ich würde sagen, wer viel Wert auf Kofferraum legt, der sollte hier die Bank umlegen. Aber hier habe ich ein sehr gutes Verhältnis im Innenraum im Sinne von, die hinten sitzen, auch ein erwachsener Tim könnte hier hinten sitzen. Das Panoramadach geht dann komplett bis hier über die Köpfe. Ich habe ausreichend Kopf. Also ich glaube, bis 1,95 ist es kein Problem. Trotz Panoramadach habe auch eine Way-Einstiegsleiste mit dabei. Und in der Mitte kann ich doppelt laden mit USB-C, USB-A. Habe unten drunter ein Ablagefach, was auch innen lila ist. Das beantwortet die ewige Frage, ob Schweine auch von innen rosa sind. Ja, so wie die Farbe aus ist, ist sie auch in. Oder auch hier, also ich finde sowas einfach schön, diesen Schwung mit aufzunehmen. Und innen, das war, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade rauskriege, nee. Aber wenn du hier unten mal reinschaust, das ist kein hartes Plastik, sondern man hat nochmal so ein weicheres Innenlayer hier unten in den Fächern drin. Und wenn ich wieder meine geliebten Flaschen mitnehmen will oder so, gibt es dafür halt extra Fächer. So, Mittelarmlehne gibt es. Mit Getränkehalter, na klar. Auch das hat nochmal in der Mitte so eine Naht extra. Und was ich ja dann interessant finde, wenn so ein neues Produkt kommt, wo man den Vorgänger nicht kennt, wo eine neue Marke da ist, hätte ich erstmal so Skepsis, ob man denn die Basics vom Autobauen für Familien verstanden hat. Aber dann finde ich es natürlich ganz cool, dass wenn ich hier zum Beispiel Isofix hinten habe, also Isofix ist ja selbstverständlich, aber bei den meisten Herstellern achten sie nicht drauf, wie gut das Ganze zugänglich ist. Und jetzt hier einmal diese Klappe hoch, dann muss ich bei vielen Herstellern das auch irgendwie abreißen und in die Tür reinlegen. So ist es zum Beispiel bei Audi. Kann ich hier einfach rein, zack, fertig und das Ganze ist gut. So, und dann würde ich nur sagen, wie ist das denn mit der Neigung? Wollen wir das mal ausprobieren?
Vielleicht habe ich auch geflogen. Ah. So. Das werde ich noch so eine Sekunde rausfinden müssen. Und ich würde sagen, ihr erholt euch mal so eine Sekunde von dem, was ihr alles gehört habt. Ich erhole mich eine Sekunde und dann wird es richtig, richtig wild. Wir sind jetzt direkt im Innenraum und haben mal ein ruhiges Plätzchen, weil wie ihr seht, es wird langsam immer mehr los. Das heißt, Tim muss euch auch mal von der Seite den Einstieg hier zeigen. Weil wenn ich an der Seite diese Farbkombination mit Violett, Hellgrau sehe. Und Tim, wir wolltest du doch mal ein bisschen heller machen, oder? Das kannst du doch nicht arbeiten. Dann ist das schon ziemlich beeindruckend. Aber auch zum Beispiel die Tasten von der Sitzverstellung. Das ist der Grund, warum ich sage, das ist für mich die Perle von Paris, einfach sowas zusammenzustellen zu einem Preispunkt, der... Ich will jetzt nicht sagen, für jeden bezahlbar ist, weil ich weiß auch, 60.000 Euro sind viel Geld. Aber ich kriege halt auch unglaublich viel Auto. Allein schon hier im Sitz, ich meine, ich habe diese Alcantara-Leder-Kombination und das Alcantara ist wirklich richtig flauschig. Hier auch so dieses rautenartig gesteppte, aber auch oben dieses Element im Sitz, wo nochmal Way steht. Also das ist halt wirklich dieses Premium-Klassen-Level, wo ich sagen muss, das macht richtig Spaß. Und vor allem auch, wenn ein Hersteller argumentiert, ja, das soll nicht Luxusausstattung für drei Leute sein, die das leisten können, sondern das soll halt zugänglich sein für Menschen. Und ja, die Farben sind halt einfach extrem. Man hat auch eine mehrfarbige Ambientebeleuchtung. Die hat hier jemand passend zum Purple-Ton mit eingestellt. Und was auch ganz spannend ist, wenn man das Auto mal von außen sieht, dann denkt man, boah, krass, die haben hier oben irgendwelche Lautsprecher. Das ist aber kein Lautsprecher oder zumindest nicht primär, sondern man sieht, das hat hier so eine Art Infrarot auch. Und das Auto hat auch Face-ID und ähnliche Sachen. Das heißt, also die ganzen Thema Gesichtserkennung, Müdigkeitsüberwachung und ähnliches wird halt hier mit drüber gesteuert. Und das habe ich nicht irgendwo, vielleicht störend unten mit dem Kombi-Instrument. Allgemein, Displays gibt es jede Menge. Das heißt, man hat 9,2 Zoll hier direkt vor sich als Kombi-Instrument. Ist auch schön, dass mir da immer gesagt wird, dass das Menschen vor dem Auto sind. Dann hat man 14,6 Zoll hier als, ich nenne es mal Multimedia. Und dann nochmal 9,2 oder glatte 9 hier unten für Klimasteuerung und ähnliche Funktionen. Ich würde sagen, wir gucken da mal so eine Sekunde durch. So sieht übrigens ein Schlüssel aus, sehr langgezogen. Ist das quasi wie das Firmenlogo? Dieser Balken, den man hat, hat man ja auch beim Schlüssel aufgegriffen. Ganz cool. Lenkrad ist zwei Speichen, würde ich es mal bezeichnen. Fühlt sich vom Leder gut an, ist auch beheizt. Und dann habe ich Touch-Tasten. Das ist wieder so ein bisschen ja, Geschmackssache, ob man es haben will. Ganz interessant auch, ich kann mit den Tasten hier jetzt nicht nur laut leise machen, sondern wenn ich ins richtige Menü gehe, mein Head-Up-Display verstellen. Und mein Head-Up-Display hat Augmented Reality. Und das finde ich halt schön, dass ich Navigationspfeile und ähnliches bekommen kann und das Ganze auch dynamisch ist. Und das ist für mich so das Next-Level-Head-Up-Display, was man haben will. Gut, selbst Pedale hat man sich Mühe gegeben, das finde ich schön. Wenn man natürlich weiter nach unten kommt, dann hört irgendwann das Belederte auf. Das muss auch irgendwo logisch sein. Auch zum Beispiel jetzt hier diese Klappe, also die ist in Ordnung. Man sieht halt nur dieses Material hier und es ist halt der denkbar schlechteste Fall. Ein Messefahrzeug, alle steigen ein, alle steigen aus, wenig Leute geben Rücksicht. Da kriege ich dann so feine Kratzer. Da muss man, glaube ich, wenn man das Auto selber für sich hat, ein bisschen besser drauf achten. Aber so dieser obere Bereich mit dem hier, also das ist wirklich cool, diese Luftausströmer und wie das Ganze arrangiert ist. Und dann dieses große Head-Up-Display vorne. Das macht Spaß. Tim, was interessiert dich eigentlich? Du bist unsere junge Generation für meine Perle aus Paris. Multimedia. Multimedia. Gut, jetzt rücken wir einfach mal oben auf zu... Wow. Okay, also ihr seht, es ist ziemlich hoch, ziemlich groß und wir haben 3D-Gebäude hier schon mal auf jeden Fall mit dabei. So, wenn ich da nochmal drauf gehe, Online-Multimedia und Co., was kann ich hier machen? So, hier habe ich dann, ich würde mal sagen, meine verschiedenen Apps. Man kann auch in einen Skill-Tree gehen. Das ist ja interessant. Also das ist jetzt richtig wie in irgendeinem Spiel, wo man sich seine verschiedenen Upgrades und ähnliches zusammen mit hat. Und dann kann ich sehen, okay, was kann denn so ein Way und hat diesen Skilltree hier mit dabei. Ah, discovered 100%. Man kann das Auto quasi durchspielen, indem man sich durch den Skilltree durchlevelt und das Auto kennenlernt. Interessante Geschichte, hat halt nur schon jemand für uns gemacht. So, und dann würde ich sagen, guck mal, hier mal einen Power Assistant. Driving-Tipps und Co., alles klar. Deutlich spannender ist doch aber, wie sind jetzt die Kameras? Das heißt, das ist auch ganz interessant, 100 cm. Sehe ich jetzt, wie nah die Leute sind?
interessant. Ich habe auf jeden Fall schon mal gesehen, man kann auch das Auto an sich transparent werden lassen fürs bessere Einparken. Und wir haben eine Auxiliary View. Warum das? Ist klar, wenn ich jetzt einen Anhänger habe und ankoppeln möchte, hilft mir das. Anhängelast sind übrigens 2 Tonnen. Also da geht schon gut was mit weg. Aus meiner Sicht gibt es halt nur die, die wirklich Pferde und Autos ziehen wollen, die 3,5 Tonnen haben wollen und alle darunter. Und für alles darunter bin ich hier ganz gut ausgestattet. Wie das eigentlich motorentechnisch funktioniert, da holen wir euch gleich noch ab. So, hier kann ich also die Temperatur jetzt einstellen. Oh, das muss ich mir ganz kurz zeigen. Also, das spiegelt zwar für mich extrem. Ja, aber? Aber ich will das trotzdem mal ganz kurz zeigen. Das hier ist ein Auto, ganz okay. Cool. Ich kann natürlich auch die Klima an sich komplett ausmachen. Das heißt, hier habe ich die ganzen Klimafunktionen. Und was auch ganz interessant ist, hier oben steht eine 1 mit Exzellent. Und bei vielen richtig, richtig teuren Premium-Fahrzeugen hast du im Moment ja so eine Luftqualitätsüberwachung, dass du sehen kannst, wie ist denn die Luftqualität. Und sowas hat das Auto auch mit drin. Also auch dieses Thema Filter und Wahrnehmung, wie die Luftqualität ist. Also kann ich mich auch komplett abschirmen? Komplett abschirmen würde ich jetzt nicht versprechen oder behaupten. Aber das Auto versucht zumindest am besten und ich kriege auch eine Info, wie denn in meiner Umgebung gerade die Luftqualität ist. Rahmenloser Spiegel übrigens finde ich noch, ist auch eine ganz coole Sache. Echt, und ich habe rahmenlos? Ja, oder? Achso, der Innenspiegel. Der Innenspiegel, ja. Ich war schon beim Ausspiegel. Nee. Hab hier unten so ein großes Ablagefach und dann hier, wo ich den Schlüssel hinlegen kann, ich versuche da jetzt mal mein Telefon zu platzieren. So, das passt gut rein. Oh, kann man komplett reinschieben. Das heißt, auch ein größeres passt gut hin. Da ist induktives Laden mit dabei. Das ist cool. Und Sie sagen, das ist kein induktives Laden, sondern das ist super schnelles induktives Laden. Ich bin ganz... Tu mal deinen Arm weg. Mach nochmal auf. Da geht es ziemlich tief runter. Der typische Car Ranger, wie tief geht's runter, Test? Ihr seht, ich bin bis zum Ellbogen drin. Gibt es hier drin Überraschungen? Nee, eigentlich nicht. Ich könnte hier helfen, dass mein Telefon wieder hochkommt, falls ich mich irgendwie festgesetzt habe. Ich finde noch den Schaltknopf richtig fancy. Also. Ja, es gibt rückwärts, neutral, Drive und das Ganze noch in manuell mit einer 9-Gang-Automatik. Aber dazu kommen wir zum Abschluss natürlich gründerweise bei der Technik. Man hat auch Schaltwippen hier mit dabei. Und ich meine hier auch mich schon mal in anderen Menüs genau. Jetzt wird es nämlich richtig, richtig abgefahren. Ich dachte bis jetzt, ja gut, du hast deine Navigationskarte gezeigt, dass das Ding eine Kamera hat. Aber jetzt kannst du zum Beispiel hier sagen, okay, was möchtest du bei deiner Augmented Reality mit dabei haben? Wie soll denn das, wir sind übrigens gerade in Manhattan, In-Cabin Monitoring, das finde ich auch spannend, weil vorhin manche werden gesagt haben, ja, aber diese Kamera und alles überwacht mich doch. Ich kann jetzt auswählen, was davon aktiv ist. Ich kann auch einfach sagen, nein, Auto, lass mich in Ruhe. Und dann ist alles aus? Dann ist es aus. Jetzt habe ich nur noch die biometrische Identifikation und auch die könnte ich noch ausmachen. Was steht mir da drunter? Ich müsste mich jetzt im Detail damit beschäftigen, aber ich glaube, es geht doch da wieder um Thema wie Fahrerprofile und ähnliches. Okay. Und das ist ganz praktisch hier, Wireless Charging, kann ich ausschalten, Driver Seat, was habe ich da? Okay, habe hier die verschiedenen Memory Settings, die ich auch noch machen kann oder ob ich Easy Entry habe, Keyless Entry, Exit und so weiter. Also ich habe da ganz, ganz, ganz viel Zeug und ich kann halt einfach alles einstellen. Auch hier, wie viele Driving Modes hätten Sie denn gerne? Ja, ich hätte gerne normal, EV, Charge, Sport, Snow, AWD, Mud and Sand. Und das Spannende bei AWD ist, dadurch, dass ich ja einen Elektromotor an der Vorder- und der Hinterachse habe, kann ich auch Allrad rein elektrisch fahren. Glaube ich, was Besonderes ist. Was Besonderes ist zusammen mit der Reichweite und der Ladegeschwindigkeit. Dazu aber gleich noch ein paar Sätze, wenn wir außen sind. Disable Surround View einfach mal auf 30 stellen, weil ich zügig unterwegs bin. Also es ist einfach cool, dass hier so viele Unterpunkte sind. Lautstärke kann man einfach hier machen. Das heißt, wer sich bis jetzt gewundert hat, wie das geht, so wäre es. Oder natürlich einfach über Lenkradtasten. Und dann würde ich sagen, haben wir hier die meisten Sachen doch gesehen. Hinten saßen wir im Ausstellungsgelände. Ja, Tim. Also 2 Punkte noch von mir. Und zwar, guck mal, am Tacho rechts und links diese Sterne oder was auch immer. Ja, das ist ganz typisch. Das hat man durchgezogen. Genau, das hat man hier, das hat man hier. Selbst hier diese Form ist dann natürlich ähnlich. Übrigens, wenn ich wieder meine Freundin Saskia mitnehmen würde, wie im Polster, der den Test nicht bestanden hat. Hier passen auf jeden Fall große Flaschen mit rein. Das Ablagefach ist unten wieder gummiert. Was mir wirklich am wenigsten gefällt, ist dieses Material, was man da auch in der Tür hat. Aber das hat doch einfach das Problem, dass du hier vorne das Metall hast, dann das Leder, darüber das Alcantara. Selbst das hier, das ist kein hartes Plastik. Also der legendäre Car Ranger Klopftest. Erst hier unten merkt man, dass es härter wird. Das ist halt
interessant, wenn man sich den Preis vor Augen führt. Das haben wir alle schon mal gesehen, aber nicht für den Preis. Ja? 2 Punkte noch von mir. Also zuerst mal, was ist das da unten am Lenkrad, diese Taste? Das ist keine Taste, das ist ein Designelement. Achso, schade. Zweitens? Zweitens, Übergang, Tür, Tür, Armaturenbrett. Ja, das Geile ist halt vor allem, wenn du mal bedenkst, du hast hier dieses kleine Ambiente-Lichtstück. Und dann spiegelt sich das da drüben in dem Metall drin und das macht dadurch den Übergang aus. Und was auch interessant ist, ich meine, du hast eben gefilmt, wenn man die Tür aufmacht, dieses, ich bin nicht sicher, ob es wirklich Metall ist, aber dieses metallische Element hat von außen auch noch einen Way-Schriftzug reingeprägt. Ja. Und das ist eine echt coole Sache oder auch größere Panoramadach und ähnliches. Also ich bin von der Perle von Paris echt beeindruckt, weil da immer so eine gewisse Grundskepsis mitschwingt für Autos, die man nicht kennt. Wenn das jetzt das dritte Modell wäre, was sie davon rausbringen, würde man denken, ja, kenne ich schon, ist bestimmt besser als der Vorgänger. Aber hier denkt man sich immer, oh, können die das? Und dann sitzt du drin und denkst du so, verdammt, das habe ich bis jetzt nur in Autos gesehen, die einen 6-stelligen Preis haben mit der Ausstattung. Ist ziemlich cool. Von daher, ich bin der Meinung, wir müssen sowas fahren und mal gucken, wie sowas einfach wird. Allein hier schon hast du einen lila Keder drin. Da noch einen Keder hinzumachen in dem Violettton. Innenfarben übrigens. Es gibt einfach schwarz. Es gibt schwarz-braun mit braunen Alcantara dann. Dann gibt es dann hier die Blau-Hellgrau-Kombination oder die wie jetzt hier Lila-Hellgrau-Kombination. Wir waren aber schon gedanklich beim Fahren. Und wir haben richtig viel Systemleistung. Wir können voll elektrisch im Allrad fahren. Und wir haben diese fast 150 Kilometer E-Reichweite. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal uns eine Sekunde das Ganze unter der Haube an und sprechen mal über die Technik. Da wird es wirklich spannend. Und dann habe ich euch hoffentlich alle abgeholt. Jetzt kommt auch für viele der spannende Moment, denn ein schönes Auto bauen, ja, das kriegen viele noch hin. Und sich ein paar schöne Sitze organisieren, na, das kriegen viele noch hin. Doch, ich habe jetzt einen kleinen orangenen Hebel und jetzt geht die Motorhaube auf. Und ich bin ehrlich mit euch, ich habe die selber noch nie offen gesehen. Ich weiß, was ich da drunter verbergen sollte, aber ich habe es noch nicht gesehen. So, und dann sehen wir an sich eine ganz spannende Kombination, denn wir haben hier einen klassischen Verbrenner und wir sehen hier schon die Orangenkabel, das heißt, es ist viel Spannung mit unterwegs. So, und jetzt, ich habe gesagt, oh, wir sind so bei 60.000 Euro und Vollausstattung. Wie viel Leistung kann denn sowas haben? Und die Systemleistungen sind, Achtung, festhalten, ich hoffe, ihr sitzt 476 PS, bis über 53 kW und 847 Newtonmeter für ein Auto, das ein bisschen über 2,3 Tonnen wiegt. 2,3 Tonnen klingt viel. Wir vergleichen das jetzt mal zum Beispiel mit einem X545e. Der ist ähnlich groß, hat, ich sag mal, eine ähnliche Leistung zumindest, einen deutlich kleineren Akku. Der wiegt über 2,5 Tonnen. Von daher muss ich sagen, ist das Gewicht mehr als angemessen. Dann machen sich auch viele Sorgen, ja, aber was ist denn das dann hier für ein Motor, wenn ich angenommen, ich hätte keinen Saft mehr? Das eine ist, es werden sich immer so 10% aufgespart, dass immer, wenn ich dann einen Moment des starken Anfahrens, Ziehens, irgendwas habe, ich immer das volle Drehmoment haben kann. Das heißt, die Sorge ist unbegründet, aber an sich, das hier ist ein 2 Liter Vierzylinder Turbo mit 204 PS und 320 Newtonmeter. Also genug, um das Auto in Bewegung zu halten. Weil das Auto merkt halt, Moment, ich habe relativ wenig Saft und lädt dann damit zur Not die Batterie immer so, beziehungsweise hält sich diesen Batteriestand und sorgt dafür, dass halt immer die volle Kraft da ist. Und wir haben halt 2 E-Motoren, die jeweils bei über 100 kW Einzelleistung sind. Also ich glaube einmal 135 und einmal 150 an Vorder- und Hinterachse. Das heißt in Summe 3 Motoren. Die Kraft geht auf, ich habe es Ihnen schon gesagt, 9-Gang-Automatikgetriebe. Wer also gedacht hat, na gut, die haben jetzt von irgendeinem Hersteller die alte Plattform abgekauft, haben jetzt hier eine 6-Gang-Automatik drin und irgendeinen Sauger. Nein, es gibt einen eigenen 2-Liter Turbo und es gibt eine 9-Gang-Automatik. Und wer einen 40 Kilowattstunden Akku hat, der muss das Ding auch voll kriegen. Und das ist der einzige Plug-in-Hybrid, den ich kenne, wo serienmäßig, ich immer dieses AC und DC laden. Also für euch zu unterteilen, das sieht ja auch an diesem Stecker. Du hast entweder nur das kleine Stückchen oder das richtige. Also bei dem einen bist du halt auf 11 kW beschränkt, aber die Standard-Ladeleistung, die du hier machst, 50 kW. Und mit 50 kW Ladegeschwindigkeit kriegst du halt auch mal 80% Akku in 53 Minuten geladen. Das ist halt E-Auto-mäßig und ich habe also ein richtiges E-Auto eigentlich, was Akkukapazität und Ladegeschwindigkeit angeht. Und zusätzlich für die lange Reise dieses Ding. Das heißt, natürlich hat man auch hier die technische Herausforderung. Ich brauche beide Technologien in einem Auto, aber es ist halt mal so, dass ich beide Technologien auch aus meiner Sicht sinnvoll nutzen kann, was bei 30 Kilometern wahrscheinlich nicht so ist. So, Tim, hast du alles gesehen? Hast du dazu noch Fragen, rein technisch auch? Aber es ist beeindruckend. 8 Fahrmodi, 9 Gänge, 4 Zylinder. Alles irgendwo mit da. Und dann
würde ich sagen, fassen wir das doch mal so ein kleines bisschen zusammen, was uns hier die Perle gezeigt hat. Erstmal, komm Tim, das müssen wir noch mal eine Sekunde zeigen. Nicht nur, dass die ganzen Menschen sich hier freuen, sondern... Ah, ist noch deutlich bequemer für mich. Ja, wir haben ja das braune Alcantara und wir haben das braun-schwarz damit auch mal gesehen. Und ich nenne sie die Perle von Paris, aber bei vielen neuen Autos schwingt bei mir ziemlich viel Skepsis mit. Und hier finde ich den Gedanken zu sagen, wir wollen Smart Premium. Premium, was sich die Leute leisten können. Dass sie einfach ohne Gedanken fahren können und ihr Ding machen. Das Auto übernimmt alles. Das ist ein modernes Denken. Das ist irgendwie zeitgemäß. Weil die meisten beschäftigen sich mit dem Fahren eigentlich nicht mehr. Und da ist gut, wenn das Auto irgendwie für sie das meiste übernimmt. Und deswegen ist ja die Frage an euch, interessiert euch sowas? Sollten wir ein kleines bisschen mehr auch fahren damit? Ja, Tim, du sagst, ich soll weggehen. Ich weiß, es wird halt ein bisschen voll hier. Gehen wir doch einfach Richtung Coffee 02 und lassen den 01 irgendwo mal hinter uns. Ich würde vorschlagen, wir fahren mal damit, weil wir haben über 100 Kilometer E-Reichweite und wir haben einen großen SUV, den sich viele Menschen auch noch irgendwo leisten können. Und ich weiß, da schwingt doch diese Skepsis mit, wo kann ich das denn kaufen? Wie fährt denn sowas? Wie unangenehm ist es, wenn der Verbrenner mit reinspringt? Wie ist der Übergang von der Rekuperation zu einer richtigen Bremse? All solche Dinge. Und diese Fragen, würde ich sagen, klären wir da, wo wir alle Fragen klären, auf den deutschen Straßen. Und vor allem einfach mal versucht, so ein kleines bisschen Atmosphäre mitzugeben. Was passiert denn eigentlich hier in Paris? Und warum finde ich diesen Coffee 01 so interessant? Und ich denke, am Anfang waren viele verwirrt, warum wir uns dieses Auto anschauen. Im Innenraum ist bei dem einen oder anderen das Herz aufgegangen. Und spätestens bei der Technik, wo halt zügig geladen wird, weit gefahren wird und ich auch noch so viel Drehmoment habe, dass ich wirklich mal was ziehen kann. Da muss ich sagen, sollten eigentlich manche abgeholt sein. Außer ihr hasst SUVs. Die Leute versuchen wir noch auf der Straße zu überzeugen. Ich gehöre ja auch zu den SUV-Kritikern grundsätzlich. Aber ich finde halt den Gedanken von dem violett-hellgrauen Innenraum interessant. Tim, Gedanken von dir zum Coffee 01? Also ich finde es interessant. Es klingt alles toll. Ich würde sagen, fahren und gucken. Also wenn das so fährt, wie es liest, dann cool. Wenn nicht, dann halt nicht. Genau, das würde ich sagen, probieren wir aus. Von daher danke für die halbe Stunde, die ihr mal dem Coffee 01 gewidmet habt. Jetzt geht zurück zu eurem Frühstückscafé. Wir versuchen alsbald eine Runde damit zu fahren und sind schon mal auf eure Meinung gespannt. Danke für Way, dass wir uns die Autos anschauen durften. Es war schön in Paris und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.